und nachdem ihr die Band einen vom Voodoo Club, bestehend aus dem Raben, dem Voodoo und seinen Begründern Pia Lund und Philipp Bohr selbst. Zur Legende. 1985 erfindet er sich selbst, den Mentor einer neuen ästhetischen Bewegung mit gesamtkonzeptioneller Philosophie. Oder auf gut Deutsch, eine Erneuerung in der Musikwelt. Für seine Playback-Auftritte bei diversen Veranstaltungen wurde er mit Spirituosen auf der Bühne beworfen. Live ist nun mal in. Und für seine bisher 5 erschienenen Alben wurde er in den Kritikerhimmel der deutschen und englischen Musikpresse gehoben. Philipp Bohr and the Voodoo Club. Interview. Hallo, ich bin Philipp Bohr und ich wollte euch endlich mal meine Wohnung zeigen, mein Häuschen. Ein Türmchen mitten in der Ruhr bei Dortmund. Von hier aus wollen Philipp Bohr und seine Band The Voodoo Club die deutsche Rock- und Pop-Szene erobern. Den Voodoo Club gibt es jetzt schon seit 5 Jahren, aber der richtig große Durchbruch blieb ihm bislang versagt. Wir machen das, was wir wollen, ganz einfach. Wir scheren uns direkt darum, was andere machen oder was andere machen, die viele Platten verkaufen oder sonst was. Immerhin, die Single Container Love verkaufte sich schon recht ordentlich. Der scheinbar so fröhliche Song erzählt die Geschichte eines Mannes, der von seiner Frau verlassen und zum Säufer wird. Ort der Handlung ist natürlich das Ruhrgebiet. Philipp Bohrs musikalische Vorbilder sind zahlreich. Seine Songs lassen sich nur schwer einer bestimmten Richtung zuordnen. Also ich höre eigentlich immer mehr Dance-Musik, Hip-Hop-Musik. Und das hört man bei 1 oder 2 oder 3 Titeln schon raus. Ansonsten sind wir natürlich generell gesehen eine Pop-Band oder eine Rock-Band oder was weiß ich, mehr im Stil so der 70er oder 60er Jahre Bands wie Led Zeppelin oder Beatles oder sonst was. Da versuchen wir weiterzumachen irgendwie, aber dann auf die 90er und schon mit modernster Technik irgendwie. Weil man lebt schließlich in 90ern und nicht in 60ern. So ungewöhnlich wie seine Musik sind auch Philipp Bohrs Texte eine Mischung aus absurden Wortspielen und wirklich erlebten Geschichten. Ich habe ein Tagebuch und da schreibe ich immer meine Gedanken rein und manchmal sprudeln die nur so aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche. Und dann schreibe ich sie ganz schnell runter, weil ich ja nicht aus dem normalen Leben komme, sondern mehr aus dem, was ich so in meinem Unterbewusstsein gesammelt habe. Und dann gibt es auch durchaus so reelle Texte, die eine reelle Geschichte erzählen, wie Ernest Statue oder Container Love war eine reelle Geschichte, obwohl die keiner glaubt, aber die ist endlich mal wahr. Trotz seiner englischen Texte ist Philipp Bohrs Musik oft als typisch deutsch bezeichnet worden. Was ist denn eigentlich typisch deutsche Popmusik? Bohr weiß auf alles eine Antwort. Wagner zum Beispiel inspiriert also extrem. Das Laughhead Crab auf der neuen Platte ist ganz klar Wagner beeinflusst. Es ist auf der einen Seite Heavy Metal, aber auf der anderen Seite eben Wagner. Blick mal, das soll Wagner sein? Wir sind nicht die Einzigen, die mit Bohrs Musik Schwierigkeiten haben. Die deutschen Radiostationen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, lassen Bohr links liegen. Mit Musikredakteuren hat die Band schon viel Ärger gehabt. Die haben einfach nur Angst vor ihrem Chef, viele. Das ist alles, ne? Und das ist einfach, also mein Motto ist, Radiowerbung zu verbieten in ganz Europa am besten, ja. Weil die Radiowerbung bestimmt letztlich, was für Musik läuft. Zum guten Schluss die unvermeidliche Frage nach Philipp Bohrs Zukunftsplänen. Auch hier erleben wir eine Überraschung. Ich möchte so langsam aber sicher mal meine Oper vollenden. Meine neue Musikoper, die ich bis jetzt allerdings nur in meinen Gedanken entworfen habe. Ja, und dann wollen wir nach Japan gehen und da spielen. Wir machen
machen aber im März erstmal eine Deutschland-Tournee, eine große. Und danach noch einige andere europäische Länder. Ja, das ist ja normal. Das ist normal, aber wir sollten das jetzt erzählen. Mit Hispaniola, ihrem neuen Album wollen Boa und der Voodoo Club endlich ganz groß rauskommen. Die Musik ist zwar sperrig und kompromisslos wie eh und je, aber mit Richard Wagners Hilfe wird schon alles gut gehen. Na, bist wohl hypnotisiert, hä? Tja, das hier ist Ingo. Mich könnt ihr nächste Woche wieder sehen, wenn ihr Lust habt. Und jetzt zum Schluss stelle ich euch noch die Tierchen hier vor. Susi, Waltraud, Michael, Peter, Babette. Und das hier, this is Michael. Hier sind zum Schluss Philipp Boa and the Voodoo Club. Hands off, hands off. He knows a lot of-